Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Fünf. Systeme bereit, General. Vier. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. Drei. Was zur Hölle? Zwei. Was zum Henker ist denn das? Eins. Nein, stopp. Stopp den Countdown. Inkompetenter Narr, ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das, aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss. Verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit.
Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht, so sicher an Bord des Mutterschiffs? Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Oh, und Krypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihren armseligen kleinen Gehirnen heraus! Mu? Primitiv. Doch wohl so tiefer Ansichten. Scanne noch eine. Wieder nur Mu? Ich habe den Verdacht, diese Flüssigkeit verlorenen Wiederkäuer wollen uns hinters Licht führen. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Achtung, Achtung, Erdlinge! Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Krypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hilfe sie in die Luft. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungestützt in den Boden. Verflucht seien diese Kreaturen. Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matic aus. Grill den Farmer! Extrahiere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen, den es sammeln. Komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Ah! Kleine grüne Männchen! Ah! Ich bin nicht grün. Sei gnadenlos! Lass keinen am Leben! Lass den Bauern fallen! Du willst dich mit mir anlegen? Und besser als du. Hervorragende Arbeit, bitte. Lass mich los, du Schädling! Gute Arbeit, Krypto. Ah!
Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Crypto! Mein Radar zeigt mehr Menschen im Abmarsch. Schnell zum Raumschiff! Schwing dich in dein Raumschiff und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Runde in deinem Raumschiff, Crypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los! Es ist der Blut. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keine Spuren. Bombe diese Affen zurück in die Steinzeit. Perfekt! Geschossen, Crypto! Ausrücken, Männer! Los! 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 Links, wo steht's voran? McCarthy, der ist unser Mann! So eine Freude. Die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Feuer frei! Crypto, hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten! Nördlich in den Büschen sind noch mehr. Lade die Schilde deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Hervorragend! Holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Perfekt! Hervorragende Arbeit, Crypto!
Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut. Ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Rated T for Teen. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Now I'm gonna get my suit dirty.